Ich habe meine Kamera nicht dabei und morgen gibt es noch keine Folge. So, ich bin jetzt in Düsseldorf im japanischen Viertel und auf dem Weg zum Event von Kai. Der macht hier ein kleines Cupping in so Pop-Up-Store und es regnet wie aus Eimern. Ich will mal schauen, dass ich schnell reinkomme. Hier angekommen, wo genau? Kai, das ist der Kai. Wir sind, hi alle zusammen, wir sind hier in Düsseldorf auf der Stresemannstraße bei Mado bei Yoda. Also ganz einfach gesagt, erstmal ist es ein japanischer Friseur. Vom Grundkonzept her, deutscher und japanischer Friseur teilen sich hier die Räumlichkeiten. Herr Yoda designt auch noch Klamotten, Taschen und genau. Der hat hier auch seine Concept Store. O-Store heißt der, dafür steht das O da an der Wand. Okay. Genau, so japanisch inspirierte Mode. Hat er hier auch so ein bisschen so Sachen. Dann haben wir hier im hinteren Bereich mein kleines Labor. Ach, okay. Jetzt hier gerade nur fürs Event mache ich hier heute Kaffee. Ein Cupping mit Bohnen von Glitch aus Japan und hier im Ausschank habe ich Kaffee von The Barn. Das ist jetzt quasi nur aufgebaut hier für das Event, dass man quasi... Also die Theke steht immer hier. Ah, okay. Und wir finden halt öfters ab und zu mal kleinere Ausstellungen auch statt und solche Sachen. Live-Musik oder so. Und jetzt in dem Rahmen bin ich dann hier als Barista, haben wir das irgendwie alles so unter einen Hut gebracht und ein größeres Event dann rauskommt. Und warum macht man nicht einen normalen Kaffee, sondern macht ein Cupping? Das macht man aus dem Grund, weil ein Kaffee verändert seinen Geschmack je nach Zubereitung. Wenn man Espresso macht, je nach Maschine, je nach Mahlgrad, je nach Menge des Kaffees, der schmeckt immer anders. Beim Filterkaffee das Gleiche. Und hier versucht man eine Methode zu nutzen, wo möglichst wenig Störfaktoren, Fremdeinwirkungen den Geschmack beeinflussen. Das heißt, alle werden einfach nur alle auf dem gleichen Mahlgrad gemahlen, die gleiche Grammzahl, die gleiche Menge heißes Wasser oben drauf gekippt und das war's. Dann wartet man die gleiche Zeit und dann kann man wirklich vergleichen. Das heißt, viele Leute, die in diesem Specialty-Kaffee-Bereich, das heißt, man arbeitet mit oft Direct Trade mit Farmern direkt zusammen oder mit einem Importeur, der wirklich weiß, woher kommt der. Brasilien ist nicht einfach nur dieses ganze Land Brasilien, sondern der Kaffee ist dann von dem Farmer, von der Farm, von der Pflanze, so ungefähr. Also, ich werde hier gleich heißes Wasser überall aufgießen. Dann warte ich 4 Minuten lang und dann wird der Kaffee gebrochen. Gebrochen heißt, oben bildet sich eine Kruste, dann kann man da dreimal geht man durch, kann dran riechen. Und dann warten wir nochmal 4 Minuten. Dann wird oben der Kaffee abgetragen. Den mache ich weg. So, und danach können alle probieren. Kaffeepulver wird unten am Boden sein. Und darüber wird der Kaffee sein. Und dann kann man oben den Kaffee auf den Löffel nehmen und dann trinken. Singi noch gerade gekommen. Sagt gerade noch Hallo. Und der Kai macht jetzt gleich das zweite Cupping. Nochmal, allerdings auf Japanisch. Bin gespannt. Ich werde mir den Anfang mal anhören und es wird wahrscheinlich unverständlich werden. Und da ist schon alles vorbereitet. Und jetzt gleich geht das los. Wir sind jetzt hier wieder raus und der Kai hat uns natürlich noch Giveaways mitgegeben. Von The Barn aus Berlin. Also, Brasilien fällt für mich schon mal raus. Brasilien fällt raus, ja. Also was interessant ist, der hat zweimal ein Gugu Ini aus Kenia mitgegeben. Es ist deshalb interessant, weil der Thorsten genau den gleichen Kaffee bei sich stehen hat. Thorsten, das heißt, ist von Good Karma Coffee übrigens, aus Karlsruhe. Genau, aus der mit mir für die Meisterschaften trainiert. Er hat sich schon gefragt, wie der von The Barn schmecken wird. Jetzt haben wir einen Vergleich, oder jetzt können wir einen Vergleich machen. Also wir haben zweimal Gugu Ini
kannst gerne eine Backe davon haben. Mhm. Wir haben zweimal Brasilien. Das ist okay. Hier wird brüderlich geteilt. Jano Chala oder hier Kolumbien? Mhm. Was willst du haben? Afrika. Afrika. Da ist hier noch. Ah, hier zweimal. Ja, ja. Der Singi packt einfach da rein, gib mir gleich was und dann bin ich zufrieden. Brasilien. Versender oben, das kenne ich schon. Ja, ganz viel los hier heute. Perfekt, dann hier. Merci beaucoup. Kaffee. Ja, nee, Event war cool und die zweite Runde auf Japanisch, da haben wir leider nicht so viel mitbekommen. Selbst wenn, ich hätte es nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja, auch nicht übrigens. Jetzt fahre ich nach Hause und werde mir erstmal einen The Bahn-Kaffee machen, vielleicht auch zwei. Ja, das war's für heute. Und wie macht man das nochmal am Ende? Man muss nach Likes und Kommentaren und so. Also wenn euch das Video gefallen hat, nur, nur schriftlich. Nur schriftlich? Ja. Aha. Hier habe ich gefragt. Ich habe hier gefragt. Weiter durch. Alles klar. Digga, wir sehen uns in zwei Wochen. Spätestens. Mach gut, ne? Komm nach Hause. Ciao. Tschö. Kaffee tut euch gut. Kaffee ist stark.